Aber wir wissen das zu verhindern. Die Welt wird heute nicht untergehen. Stimmt. Es passiert morgen, kurz vor den Spätnachrichten. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht. Ha, das werden wir ja sehen. Falsch. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist. Du weißt alles besser, was? Berufskrankheit. Pff, Klugscheißer mag niemand. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein, ihr wollt nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Wollen wir nicht. Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Spirituell? Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Ha, dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Hi. Deine Kumpels blockieren den ganzen Wäschereibetrieb. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Ja, worauf warten die denn noch? Ich muss an die Waschmaschine. Nun, sie warten natürlich auf ihren Guru. Auf mich. Ja, und was treibst du da noch hier? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Okay. Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Die Vorzeichen waren eindeutig. Gestern Nacht stand der Horizont in Flammen. Du meinst doch nicht etwa mein Barbecue, oder? Dann hat es Feuer vom Himmel geregnet. Okay, ich hätte doch nicht die preisgünstigen Briketts verwenden sollen. Und Frösche. Ich habe doch gesagt, dass die noch nicht ganz durch sind. Schließlich hat sich das Wasser des Ozeans in Blut verwandelt. Ich hab's ja verstanden. Meine kleine Grillparty ist etwas außer Kontrolle geraten. Na und? Das macht mich noch lange nicht zum Reiter der Apokalypse. Ja, und dass das so auf dem Flyer stand? Mein Gott, das hatte PR-Gründe. Wichtig, also. Kann ich deine Kutte haben? Nein, aber wenn du an unserem Ritual teilnimmst, bekommst du deine eigene. Spinnst du? Ich werde garantiert nicht an deinem gruseligen Weltuntergangsgehopse teilnehmen. Es ist ein Selbstreinigungsritual. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Was denn für Sünden? Ich bin dabei, die Welt zu retten. Genau genommen bin ich so etwas wie ein Heiliger. Und gewaschen habe ich mich diese Woche auch schon. Ich habe es anders gesehen. Ja, na gut. Letzte Woche. Was treibst du da eigentlich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Verstehe. Das kann eine Weile dauern. Ach komm schon. Gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was? Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Was? Okay, so viel dazu. Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Hey! Das ist dieselbe Marke, mit der ich als Kind Fiebererkrankungen vorgetäuscht habe. Besteht's ja auch. Dentosaurus Zahnpasta ist ein Chemieabfallprodukt und nicht zur inneren Anwendung geeignet. Mögliche Nebenwirkungen: Fieber, Schweißfüße, permanenter Verlust des Gefahrenbewusstseins. Dentosaurus Zahnpasta darf unter keinen Umständen mit Teppichreiniger vermischt werden, da gefährliche Chloroformgase entstehen können. Wow! Ich sollte öfter mal Gefahrenhinweise lesen. Ich habe doch tatsächlich geglaubt, Zahnpasta sei nutzlos. Das sollten wir uns vielleicht merken. Nun, nimm dir. Das ist wie einem Kind den Lolli wegzunehmen. Nur mit weniger Karies. Okay, Ach, das ist doch so eine Tarantel darstellen. Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Hey, lass Mr. Toffee in Ruhe. Hey, lass Mr. Toffee in Ruhe. Okay, ist ja gut. Ich erblicke darin eine Einladung zu einem famosen Streich. Ich lach mich jetzt schon kaputt.
Und ich gehe davon aus, dass dieser Streich daraus besteht, dass wir diese Zahnpasta mit einem Reinigungsmittel kreuzen. Das heißt, benutze Zahnpasta mit Reinigungsmittel und erhalte Chloroform. Ich weiß übrigens aber nicht, welche Zimmernummer das jetzt war. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Dann nehmen wir ihn doch gleich mit. Nur das Beste vom Besten. Okay, das ist also ein Schrank. Dann gucken wir mal hier. Hier ist niemand. Na prima, dann kann ich ja reinkommen. Was? Nein, stopp, zu spät. Hallo? Du da, unter dem Laken. Hier ist... niemand unter dem Laken. Sei nicht albern. Ich sehe dich doch. Du siehst Gespenster. Kann nicht sein. Ich glaube nicht an Gespenster. Vor allem nicht an diese gruselige Sorte, die sich in dunklen Hotelzimmern rumtreibt und die auf ewig in der Zwischenwelt gefangen ist, bis ihre arme Seele endlich Erlösung gefunden hat. Ich bin kein Gespenst. Und eine Erlösung wäre es, wenn du endlich verschwinden könntest. Nicht so hurtig. Wenn du also kein Gespenst bist... Was treibst du denn hier ganz alleine? Im Dunkeln, direkt neben diesem Guckloch zum Nebenzimmer. Ich bin ein Gespenst. Verzieh dich, sonst bekommst du meine übernatürlichen Gespensterkräfte zu spüren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Nun ja, vielleicht bin ich ja gar nicht der Zimmerservice, sondern Manuel Neuer. Ich bin der Zimmerservice. Sehr gut. Dann räum bitte das Geschirr weg, das ich neben die Tür gestellt habe. Ja, aber hier liegt kein Geschirr neben der... Oh, Moment, da war doch welches. Wenn ich mich jetzt nicht ganz doll irre, dann führt das Guckloch doch in den Schrank. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja. Richtig, verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Ich sammle hier wie bekloppt einfach nur irgendwelche Sachen und um euch dazu kommen, die einzusetzen. Oh, eine Schnabeltierpuppe! Hier müssen irgendwo die Scherben rumliegen. Wenn ich meine Augen zusammenkneife, sehe ich sie sogar direkt vor. Hinter mir. Dann nehmen wir es einfach mit. Au! Scherbe. Noch eine Scherbe. Und? Aha! Das hier ist keine Scherbe. Es ist ein Messer. Oh. Aber man sagt ja bekanntermaßen, ein Fischmesser. Scherben bringen Glück. Hierfür muss es eine logische Erklärung geben. Wie zum Beispiel, ich habe die nächste Evolutionsstufe erreicht und spirituelle Superkräfte erlangt. Bevor ich dich aber allein lasse... Oje, jetzt kommt alles raus. Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken! Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine geraten. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausstellt. Aber wie gesagt, es geht hier nicht um das Laken. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Klar, also das hätte ich jetzt auch nicht anders gemacht, also... Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art... Stoff gewordenes schlechtes Gewissen. Aha, schlechtes Gewissen. Ich? Du hast Ideen. Wenn ich dir doch sage. Ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Ach komm, jeder hat doch irgendwelche Laster. Ja, vor allem LKW-Fahrer. Ich habe kein Laster. Kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt, ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Aber
Sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goldie verzeiht, sondern du dir selbst? Boah, aber das wäre doch voll egoistisch. Das wäre gar nicht, Rufus. Schön. Ich verzeihe mir. So. Und nun? Was? Und nun? Ja, du bist ja immer noch da. Also wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt aufgelöst haben oder so? Vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in meinem Freund der Geisterastronaut. Was natürlich jeder kennt, also. Aber vorher... Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch. Guck doch mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben? Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein! Hä? Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. What? Welches war noch gleich dein Laster? Ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Ah, Klassiker. Na los, hopp, na verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Das ist echt schlimm. Laster Kanaster, reden wir über was anderes. Oh, sehr gerne. Darf ich mal das Licht anmachen? Hier gibt es kein Licht, nur Dunkelheit und Scham. Charme? Ja, na klar, wenn ich da bin. Scham. Ja, Scham. Ich bin sehr charmant. Nein, Scham. Herrgott, du wirst doch wohl Scham kennen. Ja. Ach so, Scham, natürlich. Diese kleinen, schamförmigen Dinger. Scham, ja, klar. Nettes Laken. Finger weg von meinem Laken. Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist, ja. Ja, vielleicht. Bin ich aber gleich nicht mehr. Also, ich bleibe dabei. Kein Spuk ohne geheimes Laster. Ja, und? Na los, hopp, na verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib... Oh Mann, was für eine... Lasterkant. Oh, sehr gerne. Okay. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort! Hinfort! Schon besser. Das war sehr überzeugend. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja. Kannst du dich vielleicht... Gut. Aber ganz ehrlich, das Loch führt doch hier in den Schrank. Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Ich bin der Größte. Oh Gott. Oh je, Bekenntnis eines Rufus. Geh einfach mal da hinten runter. Wo sind wir denn hier gelandet? Seitlicher Knopf, Heizung, flanke Knopf, Hebel, na Diagonalen. Oh, ein Pastetenautomat! Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder fünften Pastete. Eil! Und ich dachte all die Jahre lang, dass die gar nicht mehr hergestellt werden dürfen. Das Sommer. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Aua! Hat ja jetzt nicht ganz so gut geklappt. Ich gehe erstmal raus. Was denken die sich bloß dabei, eine Tonne für Fischabfälle direkt unterhalb der Gästezimmer aufzustellen? Hier hat es doch ein für die Müllentsorgung perfekt geeignetes Geländer. Ja, sehe ich genauso, aber was guckt denn da raus? In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Ah. Ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt,
Das ist maximal milde merkwürdig. Jupp. Das ist ein Leck. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Der wird zwar ein Brüller. Okay. Auf Knopf drücken. Und auf den Knopf. Und auf den Knopf. Jetzt der Diagonale. Die roten Module stehen auf Heizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann. Na, richtig Knopf. Ist wieder der mittlere. Okay. Jetzt haben wir den seitlichen Knopf. Und den Hebel. Jetzt haben wir den linken Knopf. Oh Gott, das ist ja wie ein Rubik-Würfel. Ich habe die Teile früher immer gehasst als Kind. Okay, Knopf an die Diagonale. Vielleicht nochmal. So wird das nix. So auch nicht. Jetzt sind wir am Hebel. Jetzt drücken wir den Knopf an der Diagonalen. Oh, wo kommt denn der auf einmal her? Jetzt nochmal den rechten Knopf. Den rechten Knopf habe ich gesagt. Nochmal den seitlichen. Hebel. Warum passiert hier nichts? Wieso habe ich das Gefühl, dass wieder alles komplett verkehrt rummache? Die roten Module stehen auf Heizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann. Okay, ich drücke mal den Knopf an der Diagonalen. Gut, dann drücken wir jetzt mal den linken. Seitlich. Nochmal den linken. Mittlerer Knopf. Rechter Knopf. Nochmal den linken. Knopf an der Diagonalen. Und. Och man. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Minispiele hasse? Okay, Ich muss nochmal auf Anfang zurücksetzen, wenn ich mal kurz mal zurückgehe. Das ist schon. Das bleibt auch noch so. Okay, jetzt haben wir den rechten Knopf. Den linken Knopf. Den diagonalen Knopf. Jetzt den mittleren. Jetzt haben wir den diagonalen. Die beiden tauschen. Jetzt den Knopf aktivieren. Okay, ich tausche mal das. Und wir haben schon. Arg! Der Hebel macht nichts. So.
Ich könnte aber vorher, wenn ich den in der rechten und den linken nochmal betätige und den seitlich ausmache. Jetzt hier den linken Knopf. Hier den linken Knopf. Und den diagonalen. Okay. Habe ich den linken Knopf und den rechten Knopf. Ich habe exakt die falsche Diagonale. Ah, jetzt sind die Knöpfe hier in Diagonalen. Jetzt habe ich alle auf Rot. Mache jetzt links. Mitte. Rechts. Aha, geschafft. Rufus 1, Entropie 0. Yay. Die Heizung ist aus und das soll auch so bleiben. Nicht, dass ich das nicht jederzeit wieder hinbekommen würde. Ich denke hier vor allem an die Umwelt. Ja. Okay. Haben wir eigentlich noch irgendwo... ich guck nochmal hier, ob wir da an die Zimmertür jetzt reinkommen. Oso? Keine Antwort. Okay. Doc? Keine Antwort. Goal? Keine Antwort. Oso? Keine Antwort. Okay. Dann... gehen wir nur kurz in den Schrank. Gucken, dass keiner guckt. Dieser Druck. Was, wenn ich versage? Und die Welt doch untergehen wird? Ich bin der Größte. Yep, das bin ich. Nochmal eine Sword des Seherrs. Hat sich irgendwas geändert? Nö. Ich sollte nochmal, glaube ich, zum Gespenst zurückgehen. Ist irgendwas passiert? Hey, bleib da an der Tür stehen. Ich dachte, ich ja. Kannst du... ja, okay, dann verschwinden wir halt erstmal. Okay. Ich gehe nochmal kurz runter zum Pastetenautomaten und hier zur Mülltonne. Kann ich ja vielleicht irgendwie hochklettern? Weil das sind doch exakt die Fenster. Ich hab doch hier so viel Zeug dabei. Wir können das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Das eignet sich wohl kaum als... ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Okay. Ich versuche doch einfach mal mit dem Zimmerschlüssel. Der passt hier nicht. Okay, dann hier. Passt. Muhahaha. Da seid ihr ja. Und wow, was ist das alles für Zeug? Habt ihr das gerade erst aufgebaut? Nein. In diesem Hotel gehören Neurofusionskammern zum Standardzimmerinventar. Natürlich waren wir das. Ganz schön flink. Und wozu braucht man so ein Neuro-Dingens? Kann man damit verschlüsselte Sender gucken? Das auch. Hauptsächlich repariert es aber Golds Gehirnimplantat. Gehirn? Du weißt doch, die Wiederverschmelzung ihrer Charakterfacetten. Ja? Ihr gesamtes Bewusstsein war auf einer Datasette gespeichert. Richtig. Zusammen mit den Aufstiegscodes. Die ihr für den Zutritt zum Hochboot braucht. Genau. Nach diesem Eingriff ist Goal wieder ganz die Alte. Und dann kannst du auch die Dusche wieder benutzen. Dusche? Wozu? Naja... für den Aufstiegszoll. Oder dachtest du, sie lassen dich so nach Elysium? Hä? Was soll das denn nur wieder heißen? Ich meine ja nur, nach allem, was wir über diesen Cletus wissen, ist er ein extrem reinlicher Mensch. Wenn du also in seine Rolle schlüpfen willst... Lass mich mal machen. Kümmert ihr euch erstmal um Goal? Oder muss ich euch dabei auch noch helfen? Nicht nötig. Es ist fast alles bereit. Cool. Gut. Fast? Oh je, ich ahne Schlimmes. Ich ahne richtig Schlimmes.